Na gut, das Gröbste haben wir jetzt wohl überstanden mit den Goblins. Das heißt, wir sollten erstmal gucken, wie es aussieht mit den Burrows. Wenn wir haben noch einen Alarm an und können deswegen hier unten nicht aufräumen. Das ist soweit gut. Wir sollten zwischenzeitlich auf die Einheitenliste gucken, ob die letzten Goblins vielleicht geflohen sind. Denn ich würde jetzt echt gerne mal hier oben die Falltür raufsetzen, damit wir nicht immer da unten Probleme bekommen. Oder zumindest den Zugang so ein wenig einschränken. Und Winter ist da. Okay, das ist für uns nicht ganz so interessant. Wichtig ist, dass die Goldstraße weiter voran wächst. Nein, das ist auch nicht wirklich wichtig. Aber es ist ein schönes Schmankerl. So, was haben wir noch? Die Karawane. Mit denen hatten wir noch gar nicht gehandelt, oder? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ist schon wieder ein paar Tage her. Na gut, das müssen wir im Auge behalten. Georon ist eh gerade am Trinken. Ah, wir können noch gar nicht mit denen gehandelt haben, weil noch nicht alle Mitglieder der Karawane da waren. Ah, dann passt das ja. Schön, dann können wir gleich eventuell ein wenig Metalle tauschen. Und Trinken haben wir noch, Pflanzen haben wir auch noch jede Menge, Essen eigentlich auch. Ja, so weit, so gut. Oh, da wurde jemand unterbrochen von einem nackten Maulwurfshund. Okay, das wird unten gewesen sein. Aber die nackten Maulwurfshunde sind, glaube ich, nicht wirklich aggressiv. Nee. Und ihr lauft gerade alle wohin? Ihr lauft alle an die Oberfläche. Ihr solltet nicht an die Oberfläche laufen. Das war nicht der Plan. Der Plan, ihr räumt unten auf und nicht hier oben die Leichen von den Karawanenmitgliedern plündern. DBF. Und ich verbiete einfach mal alles hier. Ja, kann ich nicht, aber ich kann alles hier. Von hier bis da oben verbiete ich jetzt alles. Ist hier zwischen noch irgendwo was? Ja, da liegt noch was, das verbieten wir auch. So. Noch irgendwo irgendwelche Leichen, die aus Versehen eingesammelt werden könnten. Nö, schaut gut aus. Oh, doch, da ist noch eine. So, es wird erstmal alles verboten. Eventuell kommt deswegen ein Geist. Aber darum kümmern wir uns denn im Fort selber. Also dann bauen wir wieder so einen Stein und dann kriegen wir das auch hin. Das ist mir lieber, als dass jetzt hier rauslaufen und noch mehr Leute sterben. So, du wirst auch verboten, was auch immer du großes Y bist. Vielleicht eine Jack. Und der Rest ist verboten. Oh, da unten ist noch einer. Nee, der ist auch verboten. So, ich gucke jetzt mal ganz kurz, ob der Zwerg umdreht oder nicht. Wo ist er? Da ist ein Goblin. Hier war doch irgendwo ein Zwerg. Da ist ein Zwerg, aber das sieht aus wie ein Händler. Oh, nee, das ist ein wichtiger Mann. Das ist unser Doktor. Was macht unser Doktor hier draußen beim Aufräumen? Also ich hoffe einfach mal, dass das Ziel seiner Begierde, also was er wegräumen wollte, inzwischen verboten ist und deswegen umdreht. Ich lasse ganz kurz weiterlaufen. Nee, er läuft weiter. Das ist nicht gut. Das heißt, wir machen jetzt wieder den Bunkerbefehl an. Besagt den Inside. Dann läuft er wieder rein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Gut. Der Goblin ist... Wo ist der Goblin hin? Hat er sich jetzt getarnt? Nee, da oben ist er. Gehst du weg? Oh, scheint, dass sie sich zurückziehen. Sehr gut. Okay, das hätte nicht unbedingt sein müssen. Ich hätte echt ein wenig mehr Geduld zeigen sollen. Also klar, unten aufräumen ist einigermaßen wichtig. Und auch die Leichen beseitigen ist wichtig. Aber wir sollten deswegen nicht Leute verlieren. Jetzt, wo wir gerade 5 neue bekommen haben. So, da warten wir also noch ein wenig. Vielleicht können wir ja inzwischen Handel treiben. Ja, das schaut gut aus. Wir haben im Angebot Stahl. Das nehmen wir sofort mit. Und das war's wohl schon an Metall. Das kommt davon, dass wir keine richtigen Wagen hierher bringen können, sondern nur diese doofen Packesel. Oh, Holz. Holz nehmen wir sowas von mit. Wir haben so viele Sachen, die wir jetzt aus Holz machen müssen. Also nicht nur Käfige, sondern... Was war da noch? Irgendwas Wichtiges. Ach, genau, die Trainingsspeere. Das ist mit am wichtigsten momentan. Wir wollen ja gucken, wie das mit diesem Danger Room klappt. Er soll recht überpowered sein.
Aber da muss man sich selbst halt ein wenig kontrollieren. Und die Defensivfertigkeiten oder die Offensiven? Eins von beiden soll nicht ganz so gut trainiert werden. Oh, Käfige. Die nehmen wir doch auch mal mit. Da müssen wir keinen eigenen bauen. Und hier ist ein Drache in einem Käfig für 30 Zwergendollar. Okay, es ist kein Drache. Das wäre Dragon, sondern ein Drake, also ein Drachling. Ich nehme an, das ist einfach ein kleinerer Drache. Aber das hat was. Den kaufe ich einfach mal. So. Alkohol brauchen wir nicht wirklich. Aber die Fässer nehmen wir mal mit. Also, wir trinken das Bier aus und haben dann ein leeres Fass. So ist der Plan. Und allgemein alle anderen leeren Fässer nehmen wir auch mit. So. Dwarven Ale. Ja, nee, das brauchen wir nicht. So, damit wären wir auch durch. Eine Stahl, ein Steel Mace. Ich habe mir sagen lassen, Mace ist gar nicht die beste Einhand-Blunt-Waffe, also Hiebwaffe, sondern gibt es noch was Besseres. Aber trotzdem sollten wir eine Stahl-Einhandwaffe nicht aus der Acht lassen. Außerdem, je mehr wir kaufen, desto interessanter wird auch unser Fort für Migranten. Also könnte man theoretisch einfach alles kaufen. Aber dafür haben wir nicht genug Kinkerlitzchen. Aber darauf können wir ja hinarbeiten. So, ein Stahlkurzschwert. Nein, danke. Crossbow. Nein, wir haben Zehntausende davon. Was übrigens auch dafür spricht, dass wir später wieder einen Crossbow-Trupp einsetzen. Und eventuell den nicht aktiv nutzen. Also nicht rausschicken, wenn irgendwas ist. Sondern irgendwo verbunkern. Mit Fortifications, dass sie dann rausschießen können, aber die Goblins nicht rein. Da müssen wir mal gucken, wo wir sowas hinsetzen. Und mir fällt gerade ein, wir brauchen gar keine Stahl-Maces, wir brauchen Silver-Maces. Dann nehmen wir mal diesen Silver-Crossbow und schmelzen den später ein. Eine Steel-Breastplate. Und sie ist nicht zu klein und nicht zu groß. Die kommt auf jeden Fall mit, auch wenn sie 800 kostet. Da sollten wir doch erst ein bisschen was auf unsere Seite packen. Und darauf achten, dass wir wieder nicht aus Versehen Socken verkaufen. Sonst meckern die Zwerge wieder, dass sie halbnackt sind. Was mich daran erinnert, wir sollten auch auf jeden Fall gucken, was mit unserer Stoffproduktion ist. Also wir hatten ja sehr, sehr, sehr viel Pigtail-Fiber und wollten daraus sehr, sehr viel Stoff herstellen. Aber jetzt mit dem ganzen Kuddelmuddel kann es ja sein, dass es unterbrochen wurde. Vielleicht auch, weil der Webmeister tot ist oder dergleichen. Sollten wir auf jeden Fall mal nachhaken. So, das Amulett kann auch weg. Ein Backpack. Nein, Backpacks sollten auf keinen Fall weg. Das überprüfen wir auch später noch, ob wir genug Backpacks haben und Wasserschläuche, damit unsere Miliz in Zukunft nicht rummurrt, weil sie kein Essen und Trinken hat, wenn sie mal wieder monatelang auf Station sind. Das wird auch ein Grund sein, warum die letztes Mal so grumpig waren. Die hatten einfach nicht alle welche. So, das ist lauter Zeug, das ich einschmelzen will. Hier kommen wieder Kinkelitzchen. Ein Dingo-Mann. Hier ist Dingo-Mann-Leder. Also ein Dingo ist doch so eine Hundeart, oder? Gibt schon komische Kreaturen in Dwarf Fortress. So. Es gibt ja auch Wehr-Eber und Wehr-Eichhörnchen und was weiß ich. Und das Gegenteil. Also die, die durchgehend ein Tier sind und nur an manchen Tagen dann zum Mensch werden. Das ist echt cool. Aber na gut. Wir sind schon bei 6000 Profit bei dem Händler. Ja, sollten wir ein bisschen einkaufen gehen. Oh, Stahlschuhe. Die nehmen wir beide mit. Steel Buckler. Ich bin eigentlich nicht so ein Fan von Bucklern, weil die weniger Rüstungsschutz haben. Aber die kann man auch tragen, wenn man eine Armbrust trägt. Ich weiß jetzt noch nicht, wie wichtig das ist. Und ob das sie nicht zu sehr behindert. Weil so ein Holzbuckler wäre dann wahrscheinlich für einen Armbrustschützen besser. Also würde in meinen Augen mehr Sinn machen. Weil wenn man so eine Armbrust erstmal wieder aufziehen muss und aufkurbeln und dann nebenbei noch so einen Stahlbuckler an dem Arm zu haben, weiß ich nicht. Nee, lass mal. So, Iron Cap. Oh, Stahlhandschuhe rechts und links. Schon mal sehr gut. Und das war's anscheinend mit der Rüstung. Ja, doch, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Sparen wir uns ein wenig Kohle, Eisen und Pig Iron, um selber Stahl herzustellen. So, Essen überspringen wir dieses Mal. Wir haben noch genug.
Aber die ganzen Ambosse nehmen wir mit. Na okay, ein bisschen Essen kann auch mit. Nur so, so Appetit an Regen. Dass sie ein bisschen Abwechslung haben. Obwohl die Vorratskammern eh voll sein müssten mit dem unterschiedlichsten Zeug. Aber gut, so, das reicht. Fische, nein, nein. Oh, haben die viel Essen dabei. So, Käse auch nicht. Und jetzt kommen nur noch Krücken und so. Das war's. Also, wir haben einen Wert von 5700 und der hat Profit 2700. Das ist mir ein wenig zu wenig. Der Händler muss freudestrahlend nach Hause gehen und jeden, den er trifft, erzählen, was für ein schönes Fort wir hier haben. Und eventuell können wir noch überzeugen, dass er nicht erzählt, wie viele Zwerge hier gestorben sind. Das wäre ein schöner Bonus. Dafür geben wir mal jetzt 6800 Profit T tauschen. Und er ist statisch. So muss das sein. Also, raus hier. Gerogon kann wieder weg. Die Sachen können alle wieder zurück. Oh, haben wir da viel hingeschickt. So, und ich habe, während wir gehandelt haben, nebenbei lauter schöne Sachen aufgezählt, die wir alle noch machen müssen. Stoff. Stoff ist wichtig. Hier. Er ist immer noch fleißig dabei, Garn in Stoff zu verweben. Der Closier-Shop macht nichts. Aber das ist doch gut, wir sollten erstmal gucken, was genau wir brauchen. Es bringt jetzt nichts, 90 Paar Socken in Auftrag zu geben und wir haben schon genug. Hier unten passiert nichts, aber das ist soweit auch in Ordnung. Hier ist nur der Juwelenschleifer und der Knochenschleifer. Dafür sehen die Nobelräume langsam farblich sehr wüst aus. Aber das heißt wohl, dass sie jetzt fertig geschliffen und verschnörkelt sind. Ja, stimmt. Da haben wir nur eine, die dafür zuständig ist. Und ich glaube, dasselbe Talent braucht man auch, um die Memorial Slabs für die Geister herzustellen. Da müssten wir eventuell mal kurz das Schleifen aufgeben. Also das Bodenschleifen. Denn die Geister wegzubekommen ist doch schon wichtiger. Gucken wir mal ganz kurz, wo der Auftrag dafür war. Craftsoft Workshop? Nein. Hier vielleicht? Nein. Hier vielleicht? Nein. Rockcrafts? Rockcrafts? Ah, ich glaube, das war hier oben gewesen. Aber anscheinend wurde das schon gemacht. Na gut, gucken wir mal ganz kurz, ob wir das aufstellen können. Erstmal runter in unsere Gemäuer. So, und wo war hier der Slab? Da, Slab. Einer steht schon. Und zwar da. Granit Slabs, Granit Memorial to irgendwen. Der soll bitte aufgestellt werden. Dann stelle ich gleich mal noch einen auf und gucke, ob hier noch irgendwo ein Name dran hängt. Nein, tut er nicht. Aber wir haben schon mal sehr viel auf Vorrat. Das ist doch auch gut. So. Also, der Geist müsste damit also auch weg sein. Das ist schon mal gut. Dann haben wir hier unten noch unsere Arena. Das war unser erster Plan, die Goblins loszuwerden. Und darauf könnten wir zwischendurch auch mal wieder zurückgreifen. Also, sobald unsere Miliz wieder einigermaßen steht. Ja, apropos Miliz, der Trainingsraum. Der war hier unten. Ja, da werden wir echt extrem viele Speere brauchen. Es gab in den Kommentaren noch eine Idee, dass wir einfach einen ganz langen Gang nehmen. Sowas wie hier. Und die dann hier mittendrin irgendwo stationieren. Weil dann können sie nicht rechts oder links falsch stehen. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so eine schlechte Idee. Suchen wir uns einfach so einen Schacht aus und mauern den mal zu. Und da ich Symmetrie lebe, nehmen wir einfach den hier in der Mitte. Nein, den können wir nicht nehmen. Dann können sie rechts und links in die Räume aus Versehen reingehen. Ah, und jetzt wollen sie noch diskutieren, was wir brauchen. Wir brauchen eigentlich nur eine Sache. Holz. Ganz, 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 ganz viel Holz. Und vielleicht noch Stahl. Und Kohle. Weil das machen wir aus Holz. Und so sparen wir Holz. Also, oh, und Silber können wir auch noch gebrauchen. Also ja, doch, es sind ein paar mehr Sachen. Stahl, Silber. Vielleicht noch Platin für Platinstraßen? Nee, nicht Eisen. Komm, so ein paar Platinbarren können wir uns auch leisten. So, und noch Stahlambosse. Und Kohle wollte ich auch noch. Kohle ist wo? Powder? Nein. Ich hätte schwören können, das wäre irgendwo hier gewesen.
Sag bloß, die haben keine Kohle im Angebot. Das geht ja gar nicht. Stoneblocks, Clay, Tools. Ha, ah doch, Miscellaneous, hier ist das. Also nicht Pearl Ash, sondern Charcoal und Coke. So, das reicht. Also, wir können es leider nicht hier machen, auch wenn es schön in der Mitte wäre. Dann würden sie halt hier in die Grabkammern reingehen. Also was soll's, machen wir es einfach hier unten. Das heißt, wir machen jetzt B, C, W für eine Mauer. Und setzen hier eine Mauer rein. Aus, nicht aus Granit, sondern aus Granitblöcken, bitteschön. Granitblock. So. Und dann bauen wir eine Tür hin. Und zwar sagen wir mal hier. Und dann gucken wir einfach, ob das reicht. Das heißt, wir fangen dann von hier an, die Speere aufzustellen, bauen die immer weiter, gucken erstmal bis hier hin, schicken unseren Trupp da rein, gucken, wie die sich aufstellen und je nachdem versetzen wir die Tür weiter nach rechts oder lassen sie da. So, jetzt gibt es aber erstmal eine kleine Pause und wir sehen uns gleich wieder.